Die Frage ist natürlich, wo ist der Mais? Den habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Darauf musst du nicht antworten, das kannst du ruhig rausschneiden. Aber während du jetzt hier gerade über Greuther Fürth so ein bisschen erzählt hast. Hallo liebe Fortuna Talk Freunde und herzlich willkommen zu Projekt Megafon. Heute natürlich hier mit unserem Format Megafon 95, wo wir über die Fortuna sprechen. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, YouTube, Soundcloud, iTunes, also mittlerweile fast überall, natürlich auch in einem nicht uns bekannten Podcatcher. Dafür haben wir natürlich gesorgt. Ihr findet uns immer als Projekt Megafon. Und die Quasselstrippe zu Beginn, das bin ich, der Wampendribbler, der natürlich es nicht sein lassen kann, auch andere Projekte kurz anzusprechen. Wir haben jetzt auch einen Europapokal-Podcast aufgenommen und natürlich auch veröffentlicht. Wenn ihr Interesse an europäischem Fußball habt, Europa League, Champions League, dann hört da rein. Und natürlich It's Glorious, unser Wrestling-Podcast, wo wir das NXT-Event Takeover Brooklyn besprochen haben. An meiner Seite natürlich mein Co-Moderator oder Co-Host oder Fußballexperte, der Micha. Moin moin. Moin moin. Dann kommen wir natürlich jetzt direkt zu dem Spiel, denn wir wollen nicht lange fackeln. Wir haben eigentlich in der letzten Folge behauptet, dass Pierre Rensing in diesem Spiel wieder dabei sein wird. Er fällt aber immer noch mit dem Rippenbruch aus. Er ist noch nicht einsatzbereit. Die Ärzte sagen wohl, es wäre zu riskant, mit einem Panzer, mit einem Schutz zu spielen. Micha, wie schätzt du seine Verletzung ein? Ja, er hat schon trainiert mit der Mannschaft wieder. Aber anscheinend hat er dann gesagt, ja, nee, Spiel geht nicht oder will er nicht riskieren. Aber wir haben ja mit Raphael Wolf eigentlich einen, der das auch überragend machen kann. Da haben wir schon besprochen, wer Michael Rensing in diesem Spiel widersetzen wird. Er hat hier im letzten Spiel eine gute Leistung gebracht und auch in diesem Spiel fand ich ihn recht ordentlich. Natürlich merkt man auf der Linie, was ein Michael Rensing ausmachen kann. Die Aufstellung war ein 4-1-4-1 mit einer offensiven Reihe. Lovren für Schmitz, überraschend in der ersten Elf, ich war überrascht. Dann hatten wir natürlich auch Raman spielte als Bebu-Ersatz und Usami saß zuerst noch auf der Bank. Micha, warst du überrascht, dass Takeshi Usami, der Star-Japaner, nur auf der Bank saß zu Beginn des Spiels? Eigentlich nicht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Raman von Anfang an spielen wird. Dann rutschen wir auch direkt ins Spiel. Fortuna gewann das Spiel 3-2. Es war richtig dramatisch, oder Micha? Ja, es ging halt gegen Ende hin und her und es war im Stadion super Stimmung und es war eigentlich auch ein super Spiel allgemein. Fortuna, die erste Hälfte natürlich bestimmt bis zur 18. Minute, wo dann Sobotka den verdienten Führungstreffer schoss. War ein bisschen kurios, ein bisschen Chaos im Strafraum. Der Ball wird dann irgendwie zu Sobotka abgefälscht, der knallt dann irgendwie einfach drauf und unhaltbar ins Tor. Micha, stand es dieses Spiel wieder in der Kurve oder wie gesagt jetzt auf der Gegengeraden hinter Tor? Wie hast du das Tor gesehen? Ja, es war halt nach einer Ecke, da hat Union Berlin den Ball nicht rausgeschlagen bekommen und dann landet der Ball Sobotka vor den Füßen und der trifft den irgendwie auch nur halb und dann hoppelt der Ball irgendwie über die Linie. Also ein kurioses Ding. Fortuna in der ersten Halbzeit, wie gesagt, sehr offensiv und auch die bestimmte Mannschaft. Union hatte keine nennenswerten Chancen, man stand defensiv wirklich robust. Micha, warst du überrascht, dass trotz der taktischen Änderungen, die mit dem Formationswechsel zu bedeuten sind, die Fortuna trotzdem so defensiv stark stand? Eigentlich nicht, weil sie haben ja diese Saison eine gute Defensive. Und ich denke mal, dass die defensive Abläufe trotzdem halt funktionieren. Dazu muss man sagen, Bocek ließ sich immer wieder fallen und bildete defensiv in der ersten Halbzeit fast eine Fünferkette. In der zweiten Halbzeit versuchte er die Rolle noch defensiver zu interpretieren, was meiner Meinung nach für ein bisschen Unordnung sorgte. Aber kommen wir direkt zur zweiten Halbzeit, denn dort hatten wir in der 65. und 68. Minute direkt zwei gelbe Karten für Geißelmann und Rahman. Oliver Fink kam von Davor Lovren. Wir haben Fortuna gesehen in der ersten Halbzeit, wie sie sehr offensiv gespielt haben. In der defensiven Halbzeit haben sie meiner Meinung nach versucht, das Ding lange Sicht zu halten, zu verteidigen. Jetzt kam Fink rein. War das eher ein defensiver oder ein offensiver Wechsel? Für mich ist eigentlich Fink wenn man Fink einwechselt, ist es für mich eigentlich immer ein defensiver Wechsel. Dabei spielt Fink in den letzten Spielen eigentlich immer zentral offensive Position. Wie kannst du da von der Defensive sprechen?
Ja, weil ich finde halt, Fink ist eher so der Kämpfer und nicht der Kreativmann. Aber eigentlich, wenn man halt einen Flügel, wenn man mit Lovren einen Flügelstürmer, sag ich mal, rausnimmt und dafür Fink reinpackt, deswegen ist es dann für mich eher eine Defensivvariante. Wir haben gesehen, wie Fink sich eher fallen ließ und später im Spiel, wo Fortuna das Spiel drehte, Neuhaus mehr Richtung Flügel ging. 77 Minuten, Ayhan unglücklich, der versucht, die flache Flanke von Uchida, glaube ich war's, zu klären und schiebt den Ball leider, weil er nicht trifft, an Wolf vorbei. Micha, wir haben jetzt oft erzählt, du warst früher Torwart. Hätte er den trotzdem halten müssen oder war das einfach ein richtiger Bock von Ayhan? Ich würde sagen, das war eher ja nicht wirklich ein Bock von Ayhan. Das Ding ist halt, wenn er nicht hingeht, macht der Stürmer hinter ihm das Ding rein. Das Einzige, was der Wolf da hätte machen können, ist halt die Flanke abfangen und dann praktisch Richtung Fünfer zu springen. Aber das macht, glaube ich, kaum ein Torwart. Und deswegen hätte man halt, man hätte die Flanke verhindern müssen. Aber in dem Moment, wo die Flanke reinkam, war es eigentlich schon zu spät. Und naja, wie gesagt, wenn Ayhan da nicht hingeht, macht der Stürmer hinter ihm das Ding rein. Und er hat versucht, irgendwie den Ball noch am Tor vorbeizuspielen, hat den aber genau ins eigene Tor gepackt. Also absolut, der macht das sehr stark. Aber ich finde, als Ayhan, seiner Qualität, finde ich, müsste da einfach besser agieren und vielleicht auch merken, ah, der Torwart ist da, Wolf sprang ja tatsächlich Richtung Ball, so dass der den vielleicht doch bekommen hätte im Fünfer und so legt dann der Ayhan den Ball an ihm vorbei. Ich denke, es war ein klarer Fehler von Ayhan und da möchte ich gleich später nochmal drauf eingehen. Jetzt hatten wir eigentlich wieder viel Druck, viel Druck von Union Berlin. Schossen dann auch noch das Gegentor von Ayhan war halt das 2-1. Union Berlin, so bis zur, weiß ich nicht, knapp 80. Minute wirklich eigentlich spielbestimmt. Viel Druck, viel Offensive. Micha, was habt ihr im Block gedacht? Dachtet ihr, das Spiel ist vorbei? Oder habt ihr daran geglaubt, dass Fortuna nochmal zurückkommt? Ich habe gehört, dass die Fans richtig Rambazamba gemacht haben. Also wirklich Lob an die Fans, die im Stadion waren, die so einen Radau gemacht haben. Ja, nach dem 2-1 dachte ich mir eigentlich so, schade, war eigentlich ein super Spiel von der Fortuna, aber wenn es nicht sein soll, dann halt nicht. Und eigentlich habe ich gedacht, ja, vielleicht holt man noch einen Punkt irgendwie, aber eigentlich habe ich das Spiel da schon verloren geglaubt. Kurz vor dem Gegentor in der 74. Minute kam dann Takeshi Osami für Benito Rahman. Der Wechsel strahlt so ein bisschen mehr Offensive aus. Benito Rahman, meiner Meinung nach, hielt sich sehr auf der rechten Seite auf, bezog selten mal ins Sturmzentrum rein. 79. Minute kam dann auch noch Emir Kujovic für Adam Bocek, also wirklich, jetzt hat Funkel offensiv gewechselt. Sehen wir diese Saison schon öfter, dass Friedhelm Funkel offensiv wechselt, vor allem in Heimspielen, um halt noch den Sieg versucht zu spielen. Siehst du das positiv, dass er diesen Mut hat, offensiv zu wechseln? Oder könnte das eine Schwäche sein, die später in der Saison noch auf uns trifft? Nee, ich finde es eigentlich richtig, weil ob man jetzt 2-1 oder 3-1 verliert, ist dann ja im Endeffekt auch egal. Weil was bringt es dann, wenn man bei einem 2-1 irgendwie dann noch mauert, damit man nicht noch ein drittes kassiert? Dann doch lieber alles nach vorne werfen und wenn man dann irgendwie nochmal ausgekontert wird und das 3-1 kassiert, ist dann ja auch egal. Aber Hauptsache wenigstens versucht, noch einen Punkt zu holen oder noch mehr Punkte zu holen. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet hatten. 84. Minute. Takeshi Osami schließt meiner Meinung nach Weltklasse ab. Mit dem rechten Außenriss trifft er den Ball hart und flach ins linke Eck, ins Tor. Micha, wie hast du das Tor wahrgenommen? Ja, eigentlich viel unterschieden vom ersten Tor hat sich da, glaube ich, meiner Meinung nach nicht. Es war halt wieder irgendwie Kuddelmulle im 16er und dann landet der Ball halt Osami genau vorm Fuß und der macht dann einen geilen Außenrissschuss mit rechts und schön ins lange Eck und unhaltbar für den Torwart. Ich habe immer gedacht, er wäre Linksfuß und könnte mit dem rechten Fuß nicht umgehen. Aber er hat es uns gezeigt, dass er es auch mit rechts kann. Und ich finde super, wenn der die ganze Saison so spielt, dann vermissen wir Elias Bibu nicht so. Kurz dazu, Micha, Elias Bibu, fehlt er oder fehlt er eher nicht? Ich fand eigentlich, er hat überhaupt nicht gefehlt, weil mit Rahman und mit nachher, als dann Osami reinkam, war das eigentlich, ich würde fast schon sagen, das war sogar eine Verbesserung zu Bibu. Ja, weil das war jetzt ein Spiel und ob sie die Leistung die nächsten Spiele wieder zeigen können, ist wieder was anderes. Aber ich habe Bebu in dem Spiel einfach überhaupt nicht vermisst. Einer, den wir nicht mehr vermissen wollen, der auch dieses Spiel wieder eine gute Leistung gezeigt hat, meiner Meinung nach hat er sich sogar gesteigert gegenüber dem letzten Spiel, war Florian Neuhaus. Micha, 90 plus 2, 3-2 Siegtreffer. Ja, das war halt, im Prinzip war das genauso ein Ding wie gegen Kaiserslautern, wo
wo Neuhaus einfach den Ball hat, aufs Tor zuläuft und man sich denkt, ja, schieß doch. Und dann schießt er diesmal halt nicht so schön, dass er genau im Winkel gelandet ist, sondern eigentlich meiner Meinung nach völlig haltbar für den Torwart gewesen. Und der Torwart, ich weiß auch nicht, was der da gemacht hat, aber irgendwie rutscht der Ball dann durch und kullert dann ganz langsam ins Eck. Ich fand den Schuss ziemlich schwach, aber doch platziert. Ich glaube, knapp 20 Meter ging der Ball auf die rechte Torseite. Und ich will nicht sagen, dass der Keeper vorne Union Berlin Busk, heißt er glaube ich, dann Torwartfehler gemacht hat, aber vor dem Schuss geht er halt von der seiner linken Seite halt eher zentral. Und weil er einen Schritt in die Mitte macht, kommt er halt nicht mehr an den Ball. Michael, würdest du das als Torwartfehler beschreiben oder einfach nur stark gemacht von Florian Neuhaus? Ja, der Schuss war, wie gesagt, halt nicht wirklich gut. Deswegen, der Torwart macht halt den einen Schritt in die Mitte, weil der Torwart denkt, der Ball kommt in die andere Richtung. Im Prinzip rutscht der Ball dann unterm Arm durch oder unter seiner Hand durch. Und ich finde schon, dass es ein Torwartfehler ist, weil wenn er halt den Schritt in die Mitte macht, dann ist es falsches Stellungsspiel oder falsches Antizipieren vom Schuss. Und ja, es war halt, er sah unglücklich aus und ich denke mal, eigentlich von 10 Schüssen hält er den Ball 9,5 Mal. Und in Berlin hat die zweite Halbzeit wirklich viel versucht. Ich glaube ich 45 Minuten knapp stark gespielt. Vielleicht auch nur 40 Minuten, dann hätte sie keine 2 Tore kassiert. Aber die waren wirklich stark, haben das Spiel bestimmt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die erste Halbzeit von Fortuna bärenstark war und man da verdient das Spiel auch gewonnen hätte. Aber in der zweiten Halbzeit würde ich behaupten, wäre eine Niederlage verdient gewesen. Micha, dein Fazit? Ja, mein Fazit ist, die erste Halbzeit war richtig überragend. Das war, glaube ich, sogar die beste Halbzeit, die ich jemals von Fortuna gesehen habe. Wie der Ball einfach lief und wie die Leute gelaufen sind und kein Ball wurde verloren gegeben. Das ist halt so, ja, es hat einfach Spaß gemacht und es hat mich irgendwie richtig glücklich gemacht, das zu sehen. Und ich hab mir gewünscht, die erste Halbzeit geht nie vorbei, weil ich hätte mir das 4-5 Stunden lang angucken können, wie die da gespielt haben. Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie dann nachgelassen. Aber ich glaube, das lag auch eher daran, dass Union Berlin halt ein bisschen umgestellt hat und damit ist dann Fortuna nicht ganz so gut klargekommen. Aber im Endeffekt ist es ein glücklicher Sieg, aber ja, verdient wäre, glaube ich, eine Punkteteilung gewesen, weil Union Berlin hat halt die zweite Halbzeit überwiegend dominiert. Deswegen, mit einem Punkt hätten wir zufrieden sein können, aber der Sieg ist halt umso besser. Ich bin der Meinung, dass Fortuna die Saison viele Spiele glücklich gewonnen hat. Wir fallen jetzt 3 Partien ein. Fandest du auch, dass es Spielglück war, dass Fortuna noch gewonnen hat? Oder ist es die Qualität der Einzelspieler, die die Saison überragt? Ja, ich würde sagen, das ist einerseits eine Kopfsache, weil man einfach komplett weiterspielt, auch bis zur 90. Minute und bis 90. Minute und plus Nachspielzeit. Und dass man halt nicht, wenn man irgendwie in der 77. Minute das 2-1 kassiert, dann sich komplett hängen lässt, sondern sich denkt so, ja komm, eins machen wir auf jeden Fall noch, wenn nicht sogar 2. Und ich denke halt, das ist schon einerseits Glück, aber das ist auch Glück, dass man sich erarbeitet und wofür man rackert. Und wenn es halt jetzt, wenn man das Bielefeld-Spiel dazu zählt, dazu dann noch das Spiel gegen Sandhausen und jetzt das Spiel gegen Union Berlin, wo man halt in Sandhausen und Union Berlin einfach in der 90. Minute noch Tore macht. Auf der einen Seite ja schon glücklich, aber auf der anderen Seite erarbeitet man sich das Glück mit Einsatz und mit Qualität. Wagen wir mal einen kurzen Blick auf die Statistik, denn da kommt etwas zutage, was ich eigentlich behauptet hätte, was nicht der Fall war. Man sieht, wenn man die Statistik nur zugrunde liegt, dass Fortuna in der Spiel verdient gewonnen hat. Zumindest, wenn man das Gesamt betrachtet. Ich glaube, in der ersten Halbzeit fielen die meisten Torschüsse, da hatte man 12 gesamt im Spiel und Union Berlin im Spiel gesamt nur 5. Also waren die super effektiv, während wir so ein bisschen chancentot waren. Die anderen Statistiken sind ziemlich ausgeglichen. Und darauf kommt es auch nicht wirklich an. Aber Micha, denkst du, dass diese Chancenverwertung, die wir in den letzten Spielen auch schon hatten, die sehr miserabel ist, noch ein Faktor werden kann, obwohl wir Tabellenführer sind? Naja, eigentlich finde ich ja, dass Fortuna im Vergleich zur letzten Saison, diese Saison eine überragende Chancenverwertung hat. Im Spiel gegen Union Berlin war es halt, ja im Endeffekt, man hätte ja eigentlich zur Halbzeit schon 2-3-0 führen können, wenn man das souverän zu Ende gespielt hätte. Weil die erste Halbzeit halt so überragend war, würde ich sagen, doch verdient gewonnen. Wir wollen das Spiel abschließen, also wir wollen zumindest den Spielbericht abschließen und vor 26.300 noch was Zuschauern hat der Referee Arne Arnig das Spiel gepfiffen. Deine kurze Bewertung zu ihm.
Ja, die erste Halbzeit von ihm fand ich eigentlich sehr gut gepfiffen. Beziehungsweise eigentlich bis kurz vor dem ersten Gegentor von Fortuna, wo der Ball halt eigentlich schon zum Einwurf außen war. Und dann der Schiri einfach dachte, ja, nee, ach, spielen wir mal weiter. Und dadurch kassiert Fortuna halt den Eckball und durch die Ecke geht der Ball dann halt rein, wo der Ball eigentlich vorher schon zum Einwurf draußen war. Aber ja, anfangs hat er mir gut gefallen, weil er auch nicht alles gepfiffen hat. Und dann, je länger das Spiel ging, umso weniger hat er mir eigentlich gefallen. Ich kann wenig über ihn sagen, denn ich fand, er hat gut gepfiffen. Er war nicht auffällig, man hat von ihm nichts mitbekommen. Und ich war früher selber Fußballschiedsrichter und da ist es immer gut, wenn du nicht auffällst. So. Bam, ab in die Einzelkritik. Und mein Man of the Match heute auf jeden Fall Florian Neuhaus. Der hat defensiv gut gearbeitet, offensiv sich gut eingeschaltet, auch über das ganze Spiel hin, fiel nicht in so ein Loch wie andere Fortuna-Spieler und hat sich mit dem Tor natürlich belohnt. Mein Vater meinte natürlich, super Mann, für den werden wir auch noch bezahlt und wenn der weiter für uns so erfolgreich ist, hat Fortuna da ein Win-Win geleistet. Micha, wie findest du das, was ich von Florian Neuhaus denke? Und wer ist deine Meinung im Match? Ja, was du über Florian Neuhaus gesagt hast, ist, ja, stimmt schon alles. Ja, am besten fand ich auch die Aussage, die ich gehört habe, von wegen, Neuhaus ist nicht eigentlich nur zu gut für Fortuna, sondern eigentlich auch zu gut für Gladbach und er müsste eigentlich bei einem besseren Team spielen, wenn er halt diese Leistung, die er jetzt in den ersten Spielen gezeigt hat, komplett über die Saison bringt. Und mit meinem Man of the Match hadere ich noch ein bisschen, weil auf der einen Seite, na klar, Florian Neuhaus hat halt ein überragendes Spiel gebracht, aber von ihm ist man es mittlerweile gewohnt, dass er einfach überragend spielt. Deswegen wollte ich dann, ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, Benito Rahman als Man of the Match, weil es hat mir einfach gefallen, wie er gespielt hat und wie er einfach Bebu komplett vergessen gemacht hat, weil er gefühlt die Stärken von Bebu auch hat mit Schnelligkeit, aber er hat noch diesen Hang ein bisschen mehr Richtung Effektivität und nicht Richtung Schönheit, aber er spielt halt trotzdem dabei irgendwie schön. Ja, deswegen, eigentlich habe ich überlegt, Benito Rahman deswegen dem Man of the Match zu geben, aber er hat halt in dem Spiel nichts Zählbares auf den Platz gebracht. Deswegen würde ich dann doch lieber sagen, ich gebe meinen Man of the Match Florian Neuhaus. Ein Spieler, der nicht wie immer gespielt hat, war meiner Meinung nach Davo Lovren, der hat mich sehr positiv überrascht und ich war eigentlich so ein bisschen überrascht, nochmal, zweimal, beim dritten Mal muss ich einen trinken, dass Friedhelm Funkel den auch rausgenommen hat, irgendwie in der 65. Minute oder so. Micha, warst du überrascht, dass Davo Lovren so früh ausgewechselt worden ist? Dass er ausgewechselt wurde, hat mich eigentlich eher nicht überrascht. Mich hat nur eigentlich überrascht, dass Fink für ihn reinkam und kein Flügelspieler. Aber ja, ich fand auch Davo Lovren eigentlich überragend in dem Spiel. Und zusammen mit Rahman war es einfach auch eine super Flügelzange, die mir richtig, es hat richtig Spaß gemacht, die beiden auf dem Flügel spielen zu sehen. Kannst du dir vorstellen, dass die beiden vielleicht auf Zukunft sogar die Fortuna Flügelzange werden? Oder hast du das Gefühl, wenn die vielleicht ein, zwei gute Saisons bei uns abliefern, dann sind die auf jeden Fall zu höheren Berufen als zweite Liga Fortuna Düsseldorf? Ja, die sind zwar ausgeliehen, aber für beide hat Fortuna halt eine Kaufoption. Und wenn die halt die Leistung immer bringen oder überwiegend bringen, wie jetzt in diesem Spiel, dann würde ich hoffen, dass die halt die Flügelzange bilden, weil es war einfach schön, denen zuzugucken. Und na klar, Fortuna hat halt das Pech, oder ich sag mal so, Fortuna ist irgendwie ein Ausbildungsverein und wenn halt dann, wie man bei Bebu sieht, wenn dann halt ein Spieler über eine Saison oder über eineinhalb oder zwei Saisons eine gute Leistung bringt, dann ist er halt weg, wenn man den nicht halten kann. Aber wenn die schon gehen, dann kassiert man hoffentlich auch eine ordentliche Ablöse dafür. Jemand, der mehr als ordentlich gespielt hat, war Takeshi Usami. Im Vorfeld hat man viele Interviews gelesen oder gehört, wo er sich wirklich pudelwohl fühlt in Düsseldorf. Sag uns mal deine Gedanken zu seiner Person. Ja, auf dem Spielfeld ist er mir eigentlich so ganz so besonders nicht aufgefallen. Er hat halt, er ist halt schnell und hat paar gute Pässe und halt das Tor gemacht. Er hat halt, aber ich muss dich kurz unterbrechen, aber er hat auch viel gewühlt, ne, auf dem Flügel. Er hat versucht, die Zweikämpfe zu gehen, sich durchzutanken, auch offensiv in der Mitte. Also ich fand ihn sehr stark, entschuldige bitte. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass in der ersten Halbzeit Lovren und Rahman halt genau auf der Seite von der Südtribüne gespielt haben und dass es halt deswegen besser aufgefallen ist. Und wenn er halt in der zweiten Halbzeit war, dann halt Usami gegenüber vom Spielfeld. Deswegen kann auch sein, dass er deswegen mir nicht so ganz so gut aufgefallen ist.
Aber ja, es hat ordentlich gespielt. Und was war nochmal deine Frage? Meine Frage war halt, wie du seine Person einschätzt. Also mit dem Umfeld, er sagt, er fühlt sich wohl. Und wie siehst du das? Denkst du, er kann sich hier in Düsseldorf, in dieser großen japanischen Gemeinde, die wir haben, zurechtfinden und vielleicht über die nächsten Jahre eine Ikone in Düsseldorf werden? Also ich denke schon eigentlich, weil ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass ich drauf geachtet habe bei dem Spiel oder ob es wirklich an Usami lag, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass einfach viel mehr japanische Zuschauer im Stadion waren und auf dem Weg und mit Fortuna-Trikots und so weiter. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, weil ich drauf geachtet habe, aber auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, dass sehr viele Japaner auch unterwegs waren. Also auf Sky wurden einige Male Japaner in Fortuna-Trikots gezeigt, mehr als sonst. Natürlich wollten die das populistisch so ein bisschen ausschlachten. Aber Takeshi Usami ist in Japan natürlich einer der internationalen Stars, die es nach Europa versuchen. Und da sind viele Japaner, die Fußball interessiert sind, die sich für die Nationalmannschaft interessieren, wahrscheinlich auch geneigt, ah, jetzt gehen wir nach Düsseldorf, da können wir unseren Fußball-Superstar, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber einen unserer Fußball-Superstars sehen. So, Ausflug auf den nächsten Gegner. Micha, erzähl uns mal ein bisschen was über Greuther Fürth. Greuther Fürth ist eigentlich ziemlich schlecht in die Saison gestartet. Die haben bis zum 5. Spieltag, beziehungsweise die haben die ersten 4 Spiele keinen einzigen Sieg geholt oder auch keinen einzigen Punkt geholt. Haben dann ihren Trainer entlassen und sind jetzt halt das erste Spiel mit neuem Trainer, haben die sich ein 1-1 gegen Dynamo Dresden erkämpft. Und nach 5 Spielen sind sie jetzt mit einem Punkt 18. Und sind eigentlich, wie gesagt, überhaupt nicht gut in die Saison gestartet. Und eigentlich von der Tabellen oder von der Situation her müsste man eigentlich sagen, das ist ein leichtes Spiel für Fortuna, aber das sind halt genau die gefährlichen Spiele. Das letzte Spiel von Fortuna gegen Fürth letzte Saison war ein 1-0 für Fürth, halt in Fürth. Und ich hoffe mal, dass es halt die Saison dann, oder dass es ja, dass jetzt das Spiel besser wird. Eigentlich auf dem Papier müsste es halt, wie gesagt, ein lockeres Spiel für die Fortuna werden. Aber genau das ist halt das Gefährliche. Ich finde, dass wenn die sich mit dem neuen Trainer vielleicht jetzt finden, der vielleicht auch andere Spieler einsetzt, bisschen fördert, oder Topspieler, wie sie haben, wie Zacharia, wie Bolli oder andere, die vielleicht dann einschlagen, können sie trotzdem gefährlich werden. Also ich würde sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, die Gefahr, weil vom Papier her die halt überhaupt nicht gut in die Saison gestartet sind. Aber eigentlich, wenn man aufsteigen will, muss man halt genauso Spiele einfach locker 2-3-0 gewinnen. Also ich habe Greuther Fürth im Kopf wie irgendwie immer Top 5, Top 6 der Liga. Natürlich änderte sich das so ein bisschen, nachdem sie aus der ersten Liga abgestiegen sind. Wollen wir so ein bisschen außerhalb des letzten Spieles oder der nächsten Spiele gucken, was in der Welt der Fortuna so passiert ist? Micha, Fortuna International. Ja, wir hatten mit Kayhan Ayhan, der mit der türkischen Nationalelf unterwegs war, und Florian Neuhaus, der mit der U21 unterwegs war. Außerdem noch Lukoki und Göktan Gül, die waren mit der U20 unterwegs. Und ja, Lukoki und Göktan Gül haben für die U20 Göktan Gül hat durchgespielt. Lukoki wurde nach 70 Minuten ausgewechselt. Das wundert mich eigentlich, dass der vom Beginn spielt. Wie ist das passiert? Wie kannst du das erklären? Mich hat's auch gewundert. In der letzten Folge haben wir noch erzählt, ja, Lukoki wird wahrscheinlich nur ein bisschen mal reinschnuppern, wie das ist. Aber, ja, ist halt ein Linksverteidiger. Kann sein, dass einfach jemand Besseres unterwegs ist. Obwohl, vielleicht liegt's auch einfach daran, dass irgendjemand die Qualität von ihm jetzt erkannt hat. Und dass er deswegen ein bisschen auch gepusht wird. Dann hoffen wir mal, dass er bei Fortuna weitere Einsatzzeiten gibt. Micha, Göktan Gül. Ja, der hat die Fritz-Walter-Medaille in Bronze bekommen, was halt zeigt, dass er eigentlich ein überragendes Talent ist. Ja, ich habe auch die Hoffnung, dass er auch mal für die erste Mannschaft paar Minuten Einsatz bekommt und dass er dann halt zeigt, warum er diese Medaille bekommen hat. Viele sagen jetzt die Qualität, eigentlich Bundesliga zu spielen. Ich finde das nicht. Also ich finde, ihm fehlt da auf jeden Fall der Übersicht einiges. Micha, wie siehst du das? Müsste er mehr spielen oder hat er noch Defizite? Weil die Fritz-Walter-Medaille bekommt man ja nicht einfach so. Aber
ich denke mal, dass er defensiv schon ganz ordentlich ist für sein junges Alter. Ja, was halt mit dem Aufbauspiel und mit der Übersicht, das kann man halt noch, das wird man auch noch lernen, oder wird er noch lernen, sag ich mal. Natürlich haben die anderen Nationalmannschaften bzw. Spieler auch gespielt. Micha, du hast die Spiele wie immer beobachtet. Ja, Neuhaus wurde in der U21 halt gegen Kosovo zur Halbzeit eingewechselt. Bei ihm frage ich mich, warum er eigentlich nicht von Anfang an spielt, weil bei Fortuna zeigt er, dass er die Qualität eigentlich dafür hat. Wir wissen ja nicht, was intern da abgeht. Vielleicht denkt man sich, okay, es ist ein Testspiel. Wir nehmen einen Stammspieler aus einer Zweitligamannschaft mit. Wir wollen ihn vielleicht nicht so komplett beanspruchen, so ein Testspiel. Und deswegen sagt man, okay, eine Halbzeit muss reichen. Aber ja, wer auch noch unterwegs war für Fortuna, beziehungsweise international für die Türkei, war Kaan Ayhan. Er hat in dem Qualifikationsspiel, ja, das erste Qualifikationsspiel hat er überhaupt nicht gespielt, das komplett auf der Bank. Und dann gegen Kroatien hat er dann 90 Minuten durchgespielt als rechter Verteidiger und seine Sache eigentlich auch ganz gut gemacht, weil er hat sich gegen Spieler wie Modric, Perisic und Mandzukic durchgesetzt. Alle mit Itch. Aber ja, der hat da seine Sache gut gemacht und man hat gelesen, dass er auch gelobt wurde von Medien, was halt auch darauf schließt, dass er dann halt direkt aus der Türkei noch ein Angebot gekriegt hat für 1 Million, aber wo ich mir denke, ja, für 1 Million gibt man einen Ayhan nicht her. Denkst du denn, dass Ayhan für Fortuna unverzichtbar ist und meinst du, für 2 Millionen darf er gehen oder meinst du, da will Fortuna ein bisschen mehr Patte sehen? Ja, wenn man ein Bebu für 5 Millionen verkauft, dann wird man, glaube ich, auch für einen Ayhan mindestens 4 Millionen fordern. Also denkst du, dass das Interesse nur Interesse war? Ja, ich denke mal, dass da irgendeiner vom Vorstand das Spiel der Türkei gesehen hat und dachte so, ach, der ist ja, der spielt ja voll gut, wo spielt der? Ach, Zweitliga-Club, macht man mal ein Angebot, vielleicht kriegt man den ja. Aber wenn es halt wirklich ein ernsthaftes Angebot wäre, hätte man da, glaube ich, auch mehr geboten. Ein Spieler, den es auch in die Türkei zieht, ist Ahmet Çebi. Wir haben uns noch vor, weiß ich nicht, knapp 4-5 Wochen eigentlich gefreut, dass er wieder in Düsseldorf war. Zidane, Ronaldo, Ahmet Çebi, aber jetzt nach 2 Monaten ist er auch wieder weg. Ahmet Çebi wurde als Führungsspieler für die 2. geholt. Du verfolgst ja auch die Spiele von denen intensiv und wirst uns da gleich noch was zu berichten. Aber er konnte dieser Rolle irgendwie nicht gerecht werden. Meinst du, ist es deshalb, warum man den Vertrag mit ihm auflöst, um ihm keine Steine in den Weg zu legen? Ja, er war wahrscheinlich nicht so wichtig für die 2., dass man ihn halt nicht gehen lassen wollte, weil, ja, vielleicht hat er auch vielleicht hat man eigentlich mehr von ihm erwartet, aber das hat er dann nicht gebracht und dann hat er halt ein gutes Angebot aus der Türkei gekriegt und dann dachte man sich, ja, dann lassen wir ihn halt gehen, damit er noch ein paar Euros verdient oder was auch man auch immer in der Türkei hat. Ich glaube, immer noch türkische Lira. Ja, okay. Dass er da halt noch ein bisschen Geld verdient und da wollte man ihm keine Steine in den Weg legen. Aber was ich mich frage ist, ob das überhaupt ganz sauber war, weil eigentlich darf man ja nicht 2-mal in einer Transferperiode wechseln. Ja, ich denke halt, das Ding war halt, man hat den Vertrag aufgelöst, weil es halt anders nicht ging, ihn noch zu transferieren. Ja, es war vielleicht nicht sauber, aber trotzdem legal. Ich komme gleich nochmal auf Ahmet Çebi zu sprechen. Ich würde erst gerne mal kurz Bebu schneiden, den haben wir ja auch eben schon angesprochen. Er ist weg. Aber eine Lücke haben wir jetzt im ersten Spiel nach Bebu nicht geführt. Also Spiel 1 nach Bebu. Micha, wird er in Hannover Leistung bringen? Ich fand ihn in dem Spiel, was er gemacht hat für Hannover am Sonntag, eigentlich ganz gut. Also er kann Bundesliga-Niveau mitgehen. Natürlich ist noch Luft nach oben. Aber fehlt er jetzt auch bei uns oder haben wir genug Qualität, dass wir ihn auffangen können? Ja, ich habe das die Tore von oder die Highlights vom Spiel von Hannover gesehen und eigentlich war ja das 1-1 von Hannover hat ja Bebu zu 90% selber vorgelegt, weil er sich da ganz stark durchgesetzt hat auf der Außenlinie und dann in den Strafraum zieht und den Ball in den Rückraum legt. Das ist halt das, was man von ihm kennt, wo ich eigentlich überrascht war, dass er genau das auch fähig ist, in der ersten Liga zu bringen. Aber jetzt, wo Fortuna halt mit Usami und Rahman, denke ich mal, dass er gut ersetzt wird. Ich bin halt ein Mensch, ich sag gerne, ich bleib bei dem, was ich habe, weil da weiß ich, was ich bekomme. Ich hab so ein bisschen ein weinendes Auge, wenn ich jetzt weiß, dass Bebu nicht mehr für Fortuna spielt.
Natürlich freut es mich für ihn, dass er seinen Schritt machen kann, den er machen wollte. Er hat natürlich super Einstellungen gezeigt, weil er für Fortuna immer noch Gas gegeben hat. Er kommt natürlich viel über sein Tempo. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die neuen Spieler wirklich das leisten können, was er jetzt die letzten anderthalb Jahre geleistet hat. Ja, ich finde halt jetzt in dem einen Spiel, ja, wie ich schon vorhin über Rahman gesagt habe, in dem einen Spiel fand ich den jetzt sogar teilweise besser als Bebu. Aber das war halt jetzt ein Spiel und ob der jetzt konstant die Leistung bringen kann, wird sich noch zeigen. Sind halt beide Spieler, die übers Tempo kommen. Wer irgendwie keine konstante Leistung bringt, ist unsere zweite. Ahmed Scheba hat ja nicht wirklich als Führungsspieler da gefehlt. Oder meinst du, dass sein Weggang so ein bisschen auch in der Mannschaft für Unruhe gesorgt hat? Ja, ich denke mal, das hat sie, wie sagt man so schön, eher peripher tangiert, hat es sie. Und ja, die zweite hat jetzt in den letzten 4 Spielen 3-mal verloren, wo sie eigentlich ganz gut in die Saison gestartet sind. Ja, die zweite hat jetzt gegen Viktoria Köln gespielt. Also so ein kleines Rhein-Derby. Ja, Düsseldorf gegen Köln ist halt, läuft immer. Und ja, sie haben halt 4-1 verloren. Den Ehrentreffer, das 3-1, hat Schneider geschossen in der 77. Minute. Tore, die Köln oder die Viktoria Köln geschossen hat. Einmal der Ex-Fortuna Tim Golli. Keine Ahnung, wer ihn noch kennt, der hat halt eine Zeit lang bei der zweiten gespielt. Und Rüsker, den Fortuna ausgeliehen hat zu Viktoria Köln, hat auch getroffen. Eigentlich gut für ihn, wenn er Tore schießt. Auch wenn es jetzt gegen seinen eigenen Club war sozusagen. Ja, ein Punkt, den ich ziemlich negativ fand in dem Spiel, war eigentlich, dass Bellinghausen nach 60 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Sollte ja nicht eigentlich ein Vorbild sein, weil den hat man ja extra, ich will jetzt nicht despektierlich sagen, in die zweite geschoben, aber er spielt ja in der ersten keine Rolle mehr und soll jetzt die zweite führen. Kann das sein Vorbild tragen, sowas? Ja, eigentlich ja nicht. Das ist ja das, was das ich auch so negativ finde, weil bis zur 60. Minute, als er mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, stand es halt noch 0-0. So, und dann hat man halt in den letzten 30 Minuten halt noch die 4 Tore kassiert ohne ihn, wo man halt eigentlich schon drauf schließen kann, dass als er gefehlt hat, es eine komplette Unordnung gab. Und ja, ich habe jetzt die Aktion nicht gesehen, wie genau die gelben Karten zustande kamen, aber eigentlich ist es halt was, dass man, ja, wenn man schon mit Abstand der Älteste im Team ist, sollte man halt irgendwie nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegen, vor allem wenn man die Mannschaft führen soll. Also ein kühlen Kaffee waren. Aber der gute Bälle war ja noch nie dafür bekannt, sich ruhig zu verhalten. Ja, ich bin auch gespannt, wie es jetzt mit der zweiten weitergeht, weil, ja, wie gesagt, in den letzten 4 Spielen 3 Niederlagen, in den letzten 2 Spielen 8 Gegentore kassiert. Jetzt die Frage, waren das jetzt 2 Ausrutscher oder waren die 3 Siege am Anfang der Saison der Ausrutscher? Und ja, es wird sich halt noch zeigen. Denkst du, dass es auch mit Abgängen der zweiten zusammenhängen könnte? Wir haben ja da Joa unter anderem, der gegangene Ritter ist gegangen. Liegt es daran oder ist es einfach nur Pech? Ja, möglicherweise liegt es halt auch daran, dass dann die 2 Topspieler mit Ritter und Joa halt ausgeliehen wurden. Ja, Lukoki und Gül waren halt auf Länderspielreise, wodurch die dann wahrscheinlich auch nicht bei vollen Kräften waren. Aber ja, vielleicht wird's auch jetzt überbewertet und Viktoria Köln ist halt auch eine Mannschaft, die halt Aufstiegsambitionen hat und das ist halt dann vielleicht dann doch am Gegner lag und nicht an der eigenen Unfähigkeit. Aber ja, wie gesagt, das werden dann halt die nächsten Spiele zeigen. Wir haben die zweite noch nicht eingeschätzt oder getippt. Meiner Meinung nach ist, dass die im Mittelfeld gut aufgestellt sind, weil aufsteigen können sie eh nicht. Micha, was ist deine Einschätzung über die zweite? Wo werden sie landen oder was ist ihr Anspruch? Ja, ich glaube eigentlich, dass der Anspruch von der zweiten ist, nicht abzusteigen, weil die ja eigentlich immer in der Regionalliga West so in der unteren Tabellenhälfte mitspielt. Und deswegen denke ich mal, die sind froh, dass die momentan ihre Punkte zusammen haben. Und ja, und dass sie auch froh sind, wenn sie am Ende die Klasse halten. Wer auch froh ist über ein Ende, das sind wir. Natürlich erstmal vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr Megafon 95 den Fortuna Talk gehört habt. Nächste Folge wird ungefähr wieder nächste Woche Montag, Dienstag kommen. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie kriegen wir die Folge geschnitten und hochgeladen am Tag der Aufnahme. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Habt ihr Kritik zu üben?
Schreibt es bitte in YouTube in die Kommentare. Wir freuen uns über jedes Kommentar, egal ob Lob oder Kritik. Wir sind froh, ein Feedback zu haben, damit wir uns verbessern können. Denn wir zwei sind zwar nicht quotengeil, aber wir wollen schon unseren Podcast für die, die ihn hören, auf jeden Fall verbessern. Auf Wiedersehen, sagt der Micha, @Schirensky auf Twitter. Und auf Wiedersehen sagt auch der Maurice, @Wampendribbler auf Twitter. Sayonara.